Roter Faden. Spiel muss, weiß nicht, 6-0, 7-0, 7-1, 8-1 stehen. Und wir belohnen uns nicht. Wir haben den Gegner komplett beherrscht, in allen Belangen. Sehr frisch gewirkt heute, gute Körpersprache, sehr gute Interpretation. Das ist die Schande, die der Club ja auszutragen hat der letzten Jahre. Auch wenn die Leute es nicht hören wollen. Wenn du mehrere Millionen Schulden abbauen musst in einer Regionalsaison, dann fehlt dir am Ende halt auch vielleicht dann der Stürmer, der zweite Stürmer, der das dann vielleicht vollenden kann, weil wir dann, obwohl die drei das heute in der Interpretation, Maxim, Yannick und Nikos, die haben das fantastisch gemacht, sehr variabel, das Mittelfeld mit Kujo und Geisi und Hoffmann sehr gut, aber wie gesagt, am Ende haben wir uns zum wiederholten Mal in dieser Saison nicht belohnt. Wir hätten weit über 100 Tore erzielen können. Julian Punschow, Energie Cottbus sah heute lange Zeit wie der Sieger aus, wie der verdiente Sieger. Was hat am Ende gefehlt in dem Spiel, um zu gewinnen? Ja, einfach das zweite, dritte Tor zu machen, das Spiel zu Ende zu bringen. Wir hatten genügend Chancen und haben es nicht genutzt und im Endeffekt kriegen wir wieder in den letzten 5 Minuten ein Standardtor oder einfach ein Tor einfach und das geht schon die ganze Saison so und da hat man schon keine Worte mehr, wenn es dann das 1-1 fällt und katastrophal einfach, weil davor musst du 2-3-0 machen und auch so hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Sie haben heute als Sturmspitze gespielt, relativ ungewohnte Position, wie haben Sie sich da wohlgefühlt? Ich habe früher immer Spitze gespielt in der Jugend und auch mal die falschen Neuen so gespielt und für mich war es jetzt keine neue Position. Für mich war es ich kann flexibel spielen auf der 8 oder auf der 10 oder also hängende Spitze oder halt auch vorne. Deswegen für mich war es nichts Neues jetzt. Axel Borgmann, wieder die letzten Minuten bei Energie Cottbus. Warum hat es am Ende heute doch nicht für den Sieg gereicht, trotz vieler Torchancen? Ja, ich glaube, weil wir die Torchancen halt nicht genutzt haben. Ne? Ich glaube, wenn du so dominant spielst, so gut, ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir dann einfach viel zu einen hohen Aufwand haben und zu wenig Ertrag. Also ich glaube, du musst hier mindestens 3-4 Tore schießen. Und dieses 1-0 ist dann halt immer so, dass du halt jederzeit nochmal einen schlucken kannst. Und das ist halt dann einfach wieder das lästige Thema, dass wir dann halt ein Standardtor bekommen, wo man einfach sagen muss, muss man mit dem Mann mitgehen, verteidigen, Körper reinstellen, dass er gar nicht den Lauf machen kann. Ja, und dann wirst du halt bestraft für so... für eine Unachtsamkeit, obwohl wir so ein gutes Spiel machen. Ich denke, wir hätten uns hier einen Sieg erwünscht und wir sind alle enttäuscht, glaube ich, weil wir die Tore machen hätten müssen. Ich hätte auch eins selber machen müssen oder zwei. Ich glaube, dann wäre der Deckel drauf und wir machen es nicht und werden dann halt wieder bestraft hinten, weil wir unkonzentriert sind oder weiß nicht, wie man es nennt. Jetzt sind wir, wie gesagt, jetzt nehmen wir nochmal die letzten beiden Spiele an. Wollen wir uns wieder so präsentieren, weil wir haben gut gespielt, wir hatten gute Spielzüge, wir hatten Leidenschaft dabei, Spielwitz und alles. Jetzt hoffe ich einfach, dass wir die nächsten beiden Spiele einfach Gas geben und gewinnen und den Pokal.